Das Ziel der Meteorologen in aller Welt ist es, das Wettergeschehen möglichst genau und langfristig vorherzusagen. Erstaunliches ist geleistet worden. Fast 86% der Vorhersagen erweisen sich derzeit als zutreffend. Zu verdanken ist das vorwiegend der technischen Entwicklung, vor allem der modernen Nachrichtentechnik. Wir sind heute zu Gast in der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Main. Dieses Gebäude, das von außen aussieht wie ein Büro- oder Verwaltungskomplex, beherbergt eines der umfangreichsten Datensammelsysteme überhaupt. Wettersatelliten geben fortwährend Daten zur Erde, die dann in gestochen scharfe Bilder umgesetzt werden. Diese Fotos liefern aber zunächst nur eine grobe Übersicht über das Wettergeschehen. Wesentlich wichtiger sind die Daten, die von den irdischen Wetterstationen übermittelt werden. Daten aus 123 Staaten der Erde und vor allem Daten von den 95 Wetterstationen in der Bundesrepublik. Sternförmig laufen die Informationsleitungen in Offenbach in der Zentrale zusammen. Hier befinden wir uns in dem Raum, in dem der Rechner steht, der die Eingangsdaten zuerst einmal sammelt und zuordnet. Messdaten über Temperatur, Windstärke und Windrichtung sowie über die Menge und Art der Bewölkung. Außerdem Daten, die Auskunft geben über Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Sichtweite, Taupunkt und so weiter. Und das aus der ganzen Welt jede Stunde neu. Über Datensichtgeräte lassen sich diese Angaben, die über normale Telefon- oder Fernschreibleitungen übermittelt werden, jederzeit abrufen und überprüfen. Aber ein Mensch wäre kaum in der Lage, aus der Fülle dieser Daten in ausreichend kurzer Zeit Wetterkarten zu erstellen. Hier hilft ein zweiter Rechner, der ebenfalls in Offenbach stationiert ist. Er setzt die Daten räumlich und zeitlich in Beziehungen zueinander. Über einen Plotter, wie man dieses digital gesteuerte Zeichengerät hier nennt, werden dann umfassende Wetterkarten mit vielen exakten Angaben erstellt. Hier wird gerade eine Wetterkarte von Europa gezeichnet. Sie gibt das Wettergeschehen an einem Oktobertag gegen 12 Uhr wieder. Aus dieser Art von Karten kann der Meteorologe nun in Verbindung mit Satellitenbildern und lokalen Daten relativ leicht das Wetter der nächsten 48 Stunden vorhersagen. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zur heutigen Sendung. Sie haben sich sicher gefragt, was denn hier die Meteorologen zu suchen haben in einer Sendung über Digitaltechnik. Nun, gerade in diesem Bereich werden die Vorteile der digitalen Informationsübertragung besonders eklatant. Alle Daten von Hunderttausenden von Wetterstationen in der ganzen Welt werden digital, das heißt in Form von binären Signalen, übertragen, und zwar über Telefon- oder Fernschreibleitungen und in der Zukunft sicher auch, wie wir das eben schon in unserem Film erwähnten, über Satelliten. Stellen Sie sich einmal vor, die ganzen Messdaten müssten alle über Telefon per Sprache übertragen werden, so wie es früher der Fall war. Eine Wettervorhersage in größerem Rahmen wäre nicht denkbar. Die Technik macht es möglich, dass die Prophezeiungen der Wetterfrösche heute wesentlich ernster genommen werden als früher. Auch hier an dieser Selbstbedienungstankstelle werden Daten übertragen. Über eine elektrische Leitung werden die Informationen über Benzinmenge und Preis zum Kassenraum gegeben, in Form von binären Impulsen. Der Kassierer braucht nur noch an seinem Pult den Betrag abzulesen. Die Datenfernübertragung erfolgt im dualen, die Anzeige jedoch im dekadischen Zahlensystem. Zugleich ist es möglich, über einen kleinen Drucker eine Quittung unmittelbar zu erstellen. Digital werden Daten auch beim Fernschreiber übertragen. Jedem Buchstaben entspricht eine bestimmte binäre Zahlenkombination. Kommunikation über Hunderte oder Tausende von Kilometern hinweg, von Mensch zu Mensch. Unentbehrlich im heutigen Geschäftsverkehr. Alles wird schwarz auf weiß ausgedruckt, urkundengerecht und geschäftsverbindlich. Zugleich wird ein Lochstreifen ausgegeben, auf dem die Informationen noch so, wie sie übermittelt wurden, also binär, aufgezeichnet sind.
Und hier, meine Damen und Herren, ist nun der entsprechende Lochstreifen, der dem Text entspricht, den Sie gerade gelesen haben. Einführung in die Digitaltechnik, ein Fortbildungskurs im Medienverbund. Wir haben diesen Lochstreifen hier noch einmal der Deutlichkeit halber aufgezeichnet. Diese kleinen Löcher hier, das ist nur die Transportperforation. Die großen bilden die Informationen. Hier, das ist am Anfang die Adresse und hier ab diesem Strich, den wir hier gemacht haben, beginnt der eigentliche Text. Das erste Loch oder die erste Lochkombination ist das E, das ist das I, das N, das F, wieder ein U, wieder ein E und so weiter. Wie gesagt, von dem Text Einführung in die Digitaltechnik. Die Art und Weise der Bedeutung der Lochkombinationen nennt man Code. Vielleicht erinnern Sie sich im Zusammenhang mit dem Begriff des Codes noch an das Morsen. Auch der Morsecode ist in gewisser Weise ein binärer Code mit zwei Zeichen, lang oder kurz. Allerdings kann man den Morsecode nicht ohne weiteres auf die in der Digitaltechnik gebräuchlichen Codes übertragen, weil die Zahl der Zeichen von Buchstabe zu Buchstabe wechselt. Zum A benötigt man zwei Zeichen, zum E nur eins, zum J vier und so weiter. Der Fernschreibcode hat ebenfalls binären Charakter. Hier auf dem Lochstreifen bedeutet 0 kein Loch und L eben ein Loch. Sie sehen hier die entsprechende Zuordnung der Buchstaben. Man kann das auch mit den Ziffern des binären Zahlensystems, wie gesagt mit 0 und L kennzeichnen und dann sieht das eben so aus. Sie sehen, dass wir bei diesem Code stets 5 Stellen nötig haben. Der Fachmann spricht in diesem Zusammenhang von gleicher Wortlänge. Sie sehen das hier. Immer genau 5 binäre Zeichen. Das A besitzt beispielsweise die Kombination LL000, das BL00LL und so weiter. Oder hier das G0L0LL. Den Buchstaben G also zu übertragen heißt, diese 0L0LL-Kombination so auf die Reise zu schicken, und zwar als elektronische Impulse, dass sie beim Empfänger wieder genau in der gleichen Reihenfolge eindeutig unterscheidbar ankommen. Ob es sich dabei um Nachrichten über Textinhalte oder aber um Messwerte handelt, kommt sich im Grunde genommen gleich. Wichtig ist, dass sie digital aufbereitet sind, das heißt in den meisten Fällen, dass sie binär kodiert sind. So, meine Damen und Herren, Sie haben zunächst einige Anwendungsbeispiele der digitalen Informationsübertragung kennengelernt. Wir wollen jetzt einmal versuchen, Ihnen zu zeigen, wie eine solche Informationsübertragung eigentlich prinzipiell vor sich gehen kann. Da gibt es verschiedene grundsätzliche Methoden. Wir haben zur Demonstration diese vereinfachten Modelle gebaut. Hier diesen Schlitten machen wir zu unserem Informationsgeber. Als Information soll eine Nachricht über seine Lage entlang dieser Leiste hier gelten. In der Praxis, so müssen wir uns das vorstellen, kommt die Information vielleicht von einem Rechnerterminal oder einem Fernschreiber oder aber auch von einem automatischen Messwertgeber. Beispielsweise einem Messwertgeber wie diesen hier. Es ist ein Längenmesssystem, das häufig in numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen eingebaut ist. Man kann damit zum Beispiel die Position eines Drehbank-Supports auf 1000stel Millimeter genau einmessen. Nun, hier in unserem vereinfachten Modell tasten wir die Position des Schlittens mit Fototransistoren ab. Diese sogenannte Kodierleiste ermöglicht eine genaue Positionserfassung. Mithilfe dieser 4 Spuren hier in diesem Beispiel sind es 4 Spuren, man kann natürlich auch wesentlich mehr machen, mit diesen 4 Spuren lassen sich insgesamt 2 hoch 4 gleich 16 eindeutig unterscheidbare Positionen festhalten. Wir haben dazu auch einen Code entwickelt. Das hier ist beispielsweise die Position 0. Sie sehen, die 4 Felder sind alle weiß. Die Position 1, hier das obere Feld ist geschwärzt. Position 2, diese beiden, 3 und so weiter. Und wie gesagt, man kommt insgesamt auf 15 Positionen hier. Und dann beginnt es wieder von vorne. Je nachdem nun, welche Position der Schlitten einnimmt, leuchten hier jeweils Lampen auf. Die Information greifen wir hier mit diesen Fototransistoren 4 an der Zahl ab. In dieser Stellung hier leuchtet die zweite
und die vierte Lampe auf. Also, wir haben die Information anstehend 0, L, 0, L. Entsprechend unserem Code, den wir dort noch einmal herausgezeichnet haben, ist das die Position 6. Es handelt sich hier um den sogenannten Gray-Code. Was es mit diesem speziellen Code auf sich hat, das lesen Sie sich am besten wieder im Begleitbuch an. Hier würde das zu weit führen, uns fehlt die Zeit. Wie gesagt, das ist die Kombination hier für die Position 6. Sie sehen das hier an der Lampe. 0, L, 0, L, die zweite und die vierte Lampe ist an. Soweit, so gut. Wir haben also hier eine gewisse Information anstehen und wollen uns jetzt fragen, wie diese Information zu einem weiter davon entfernten Empfänger übertragen werden kann. Dazu unser nächstes Kapitel. Auf den ersten Blick, meine Damen und Herren, erscheint eine solche Informationsübertragung nicht sehr kompliziert. Man könnte beispielsweise ganz einfach hingehen und, so wie wir es hier an unserer Grafik gemacht haben, jeweils vier Leitungen vom Sender zum Empfänger legen, und zwar für jede Binärstelle, jede zu übertragende Binärstelle eine Leitung. Eine solche Übertragung nennt man dann parallele Übertragung von Daten, weil die Information parallel, das heißt über nebeneinander liegende Leitungen gesendet wird. Was bedeutet, dass die Daten einer Information gleichzeitig übertragen werden können. Dieses gleichzeitig hat die Fachleute dazu bewogen, den Zusammenhang mit einer Parallelübertragung auch von einer sogenannten synchronen Datenübermittlung zu sprechen. Leider, meine Damen und Herren, geht nun die Informationsübertragung in der Praxis nicht immer so einfach. Meist ist es notwendig, die vom Sender zu übertragende Information eine Zeit lang zwischenzuspeichern, zum Beispiel damit sichergestellt ist, dass nur wichtige und eindeutige Daten übertragen werden. Aber es gibt noch eine weitere Fülle von Gründen, warum es notwendig ist, Daten zunächst einmal zwischenzuspeichern. Wir wollen hier nicht im Einzelnen darauf eingehen, das finden Sie im Begleitbuch. Auf einen dieser Gründe allerdings werden wir nachher noch genauer zu sprechen kommen. Hier in unserem Modell übernehmen diese vier Flip-Flops die Rolle der Zwischenspeicherung, der Signalspeicher. Sie sehen, es handelt sich um ganz einfache RS-Flip-Flops, hier der entsprechende Q-Ausgang. Und das hier sind Logikgatter, die dafür sorgen, dass die Information nur auf Wunsch in den Speicher von hier unten nach oben eingelesen wird. An diesem Modell erfolgt das Einlesen immer dann, wenn ich hier die Übernahmetaste drücke. In der Praxis kann man die Übernahme durch alle möglichen Vorgänge vorstellen. Sie kann durch alle möglichen Vorgänge erfolgen, zum Beispiel durch ein Setzsignal einer Multiplexstufe oder ein Zeitsignal und so weiter. So, wir wollen uns das jetzt einmal anschauen, diese Übernahme. Hier unten haben wir die Information anliegen 0L, 0L. Und wenn ich jetzt hier die Übernahmetaste drücke, dann werden die Speicher gesetzt. Sie sehen, die Information liegt jetzt zunächst hier in dieser Flip-Flop-Reihe. Und die Ausgänge dieser Flip-Flops haben wir jetzt hier noch zusätzlich mit dieser Lampenreihe der Deutlichkeit wegen verbunden. Sie sehen, jetzt liegt hier oben an 0L, 0L. L. Diese Positionsinformation soll nun als Nachricht übertragen werden, und zwar auf unsere zweite Tafel hier. Parallele Übertragung heißt, dass jede Binärstelle durch eine gesonderte Informationsleitung, wie gesagt, übertragen wird. Wir benötigen also hier vier solcher Leitungen. Und ich will das jetzt einmal hier machen. Ich beginne zunächst hier mit Q1 vom Sender und verbinde ihn mit A1 des Empfängers, dann hier Q2 des Senders mit A2 des Empfängers, dann Q3 des Senders mit A3 des Empfängers und als letztes Q4 mit A4. Sie sehen, wir haben jetzt die Information hier am Eingang des Empfängers anliegen. In dieser Flip-Flop-Reihe ist es nun wieder möglich, diese Information zwischenzuspeichern, bis sie gegebenenfalls weiterverarbeitet werden kann.
Diese Übernahmetaste steht nun wieder stellvertretend für verschiedene Funktionen in der Praxis. Zum Beispiel kann sie die Aufgabe der Synchronisation, also der Gleichschaltung zwischen Sender und Empfänger, übernehmen. Erst wenn sie betätigt wird, Sie sehen das jetzt, wird der Informationsinhalt gespeichert. Die Information von Sender und Empfänger ist völlig identisch. Vergleichen Sie das noch einmal hier. 0L0L am Empfänger und hier wieder 0L0L am Sender. Soweit die parallele Nachrichtenübertragung. Sie wird vor allem dann eingesetzt, wenn die Übertragungslänge klein ist. Das heißt, sie kommt weitgehend dann zum Einsatz, wenn Informationen innerhalb eines Gerätes zu übertragen sind. Oder aber auch innerhalb einer Logikplatine hier. Hier auf der Rückseite die Verbindungsleitung. Ich denke, so sind sie zu sehen. Oder aber auch hier innerhalb eines solchen kleinen Rechners. Ebenfalls wird hier parallele Informationsübertragung vorgenommen. Soll die Nachricht über größere Entfernungen gesendet werden, dann wäre der erhebliche Leitungsaufwand für jede Binärstelle eine Signalleitung technisch und wirtschaftlich nicht vertretbar. Auf Deutsch, das wäre viel zu teuer und zu aufwendig. Die Techniker haben sich daher wieder etwas einfallen lassen. Man leitet die Nachricht einfach über nur eine Informationsleitung. Das heißt, Sender und Empfänger sind nur über eine einzige Leitung miteinander verbunden. Dann allerdings geht das nicht mehr für alle Binärstellen gleichzeitig wie bei der Parallelübertragung. Man muss die Information zeitlich nacheinander übertragen. In diesem Zusammenhang redet man deshalb von serieller Informations- oder Datenübertragung. Diesem Themenkreis der seriellen Informationsübertragung haben wir das nächste Kapitel gewidmet. Nun, wie macht man das in der Praxis? Schauen wir uns das Prinzip zunächst hier an dieser vereinfachten Grafik an. Hier die vier Sender-Flipflops und hier das Register des Empfängers. Wenn man nun hier jeweils im Sender und Empfänger einen Schalter anbringt und als erstes den Zustand des ersten Flipflops vom Sender zum Empfänger überträgt und dann durch koordinierte, das heißt abgestimmte Schalterbewegung hier, den des zweiten Flipflops überträgt und dann den des dritten und als letztes den des vierten, dann wird die Information schrittweise und wie man leicht erkennen kann, auch zeitlich nacheinander über die Leitung transportiert. Dadurch spart man eine Vielzahl von Leitungen. In unserem Fall spart man drei Leitungen ein. Hier sieht man übrigens auch die Notwendigkeit der Zwischenspeicher. Die Information wird zunächst von den Flipflops des Senders übernommen und dann schrittweise nacheinander von Register des Empfängers abgefragt. So, meine Damen und Herren, das wäre ein gangbarer Weg. Natürlich macht man das in der Praxis mit Hilfe der Elektronik viel eleganter und zwar verwendet man dazu Schieberegister, wie wir sie ja in der 8. Folge schon ausführlich behandelt haben. Erinnern wir uns noch einmal kurz. Ein Schieberegister besteht aus einer Reihe von D- oder JK-Flipflops. Sie sind in dieser Art, wie wir das hier aufgebaut haben, hintereinander geschaltet. Eine eingegebene Information, ich will das hier einmal machen, lässt sich nun innerhalb des Registers von einem Flipflop zum anderen verschieben. So, meine Damen und Herren, auch mit unserem Modell hier können wir eine solche serielle Nachrichtenübertragung realisieren. Ich will zunächst mal hier einen anderen Wert einstellen. Und wenn ich jetzt hier die Abdeckung entferne, dann sehen Sie, kommt dahinter ein Schieberegister zum Vorschein. Sie sehen, die Flipflops behalten immer noch die statischen R- und S-Eingänge. Hinzugekommen sind der Takteingang T und der Vorbereitungseingang D. Wir haben also hier ein Schieberegister mit D-Flipflops aufgebaut. Über die statischen R- und S-Eingänge wird wie vorhin das Schieberegister gesetzt, die einzelnen Flipflops gesetzt. Sie sehen, wenn ich hier die Übernahmetaste drücke, erfolgt die Setzung. Takt und D-Eingang übernehmen die Informationsverschiebung. Hier die Taktleitung, sie führt hier zum Schiebetaktgeber. Das Logikgatter hier hat die Aufgabe, die Synchronisationsimpulse vom Empfänger her
logisch zu verarbeiten. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Auf die Bedeutung dieser Leitung hier, die vom Empfänger zum Sender gelegt wird, wollen wir auch noch zu sprechen kommen. Sie hat eine bestimmte Aufgabe, wir werden das gleich noch sehen. In der Praxis kann sie häufig entfallen, und zwar dann, wenn Bereitschaft und Synchronisationsdaten mit der Nachricht zusammen über die Informationsleitung geführt werden. Das ist zum Beispiel so beim Fernschreiber. Bleiben wir hier bei unserem Modell. Verschieben wir zunächst einmal die Information innerhalb des Registers. Beachten Sie bitte vor allen Dingen hier diese Lampe hier. Sie gibt das Ausgangssignal des Schieberegisters an, und zwar übernimmt sie immer den Zustand hier des letzten Flip-Flops hier. Ich habe zunächst L0L0 hier liegen. Achten Sie bitte jetzt hier, zunächst liegt 0 an, ich schiebe L0L. Wir haben also jetzt zunächst einmal die Nachricht zeitlich aufgelöst. Nochmal das Ganze. Ich übernehme, es liegt hier 0 an, jetzt L, jetzt 0, jetzt L. Sie sehen also L0L0, eine zeitliche Auflösung des Inhaltes hier, des Schieberegisters. Von diesem Ausgang A hier legen wir nun die Signalleitung herüber zum Empfänger. Empfängerseitig haben wir wieder ein Schieberegister, auch wieder mit D-Flipflops aufgebaut, und in dieses Schieberegister übertragen wir die Information, wir schreiben sie ein und können sie dort speichern. Und das hier ist der Schalter, über den dem Sender eigentlich mitgeteilt wird, ob der Empfänger, das ist also hier dieses Empfangsregister, empfangsbereit ist oder nicht. In der Praxis übernimmt das natürlich wieder eine elektronische Logik. Wir haben das hier nur aus exemplarischen Gründen so gemacht. Dabei wird die Freimeldung meist nicht wie hier über eine eigene Leitung hier geführt, sondern mit der Information kodiert über die Informationsleitung hier. Diese Taktleitung, hier, die führt hierhin, sorgt dafür, dass der Schiebeimpuls gleichzeitig auf das Sender- und Empfangsregister trifft. Das heißt, sie gewährleistet die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger. Auch diese Synchronisation kann nötigenfalls mit über die Informationsleitung geführt werden, sodass man eigentlich nur eine Leitung zwischen Sender und Empfänger legen muss. Gegenüber der parallelen Übertragung spart man also in unserem Fall drei Leitungen ein. Wir wollen die Informationsübertragung mal in Gang setzen. Der Schalter liegt auf Bereitstellung, das Empfangsregister ist leer, die Nachrichtenübertragung kann beginnen. Ich will zunächst einmal die Information in das Senderegister wieder übernehmen. Achten Sie jetzt bitte, wenn ich hier takte, auf das Zusammenspiel zwischen Sender und Empfänger. Erster Takt, zweiter Takt, dritter Takt, die Information rückt jeweils eine Stelle von links nach rechts, vierter Takt. Was aus dem Sender herausgelaufen ist, wird im Empfangsregister gespeichert. Hier der Sender ist leer und hier der Empfänger, das Empfangsregister L0L0. Eigentlich haben wir das Senderegister um die vier Flipflops des Empfangsregisters erweitert. Die Informationsleitung hier stellt nur die Verbindung zwischen Sender und Empfänger dar. Ich will das noch einmal machen, die Übernahme, aber vorher muss ich, bevor ich jetzt übergebe, takte, muss ich hier noch das Empfangsregister in Bereitstellung versetzen. So, jetzt takte ich, und zwar viermal. Erster Takt, zweiter Takt, dritter Takt, vierter Takt. Sie sehen, jetzt ist der Inhalt des Senders vollkommen vom Sender zum Empfänger transportiert worden. Was vorher im Sender war, L0L0, liegt jetzt im Empfangsregister vor, L0L0. Dieses Takten, meine Damen und Herren, wird in der Praxis meist automatisch durchgeführt, von einem sogenannten Multivibrator, wie man diesen Taktgeber dann nennt. Hier erkennen Sie übrigens auch, wie wichtig es ist, dass genau vier Takte gegeben werden, entsprechend der vier zu übertragenden Bits von unserem Beispiel. Fehlt der vierte Takt, das will ich Ihnen jetzt demonstrieren hier, dann wird eine falsche Informationsübertragung kommen. Erster Takt, zweiter Takt, dritter Takt. Ich habe also jetzt auf den vierten Takt bewusst verzichtet. Fehlt also der vierte Takt,
dann kommt die Nachricht im Empfänger falsch an. Anstelle von L0L0, das war die richtige Information, die zu übertragen war, haben wir im Empfangsregister jetzt 0L00. Hier erkennen Sie auch den Grund, warum in der Digitaltechnik immer gleiche Wortlängen ausgesandt werden müssen. Trotz allem können auf dem Übertragungsweg immer noch Fehler auftreten durch Störimpulse oder kurzzeitige Leitungsunterbrechungen. So können zum Beispiel Synchronisationsstörungen auftreten, die Information wird verfälscht, so wie an diesem Fernseher, bei dem wir die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger bewusst aus dem Takt gebracht haben. Aber das kennen Sie sicher schon aus eigener Erfahrung. Es kann aber auch sein, dass bei der Übertragung von digitalen Signalen durch einen Störimpuls eine falsche Information beim Empfänger ankommt. Wir haben das versucht, hier an der Grafik noch einmal darzustellen. Der Sender gibt die Information aus, meistens als Rechtecksignale. Bei der Übertragung über die Leitung werden sie verformt, so zum Beispiel, und der Empfänger regeneriert sie wieder zu Rechteckimpulsen. Wenn nun ein Störimpuls auftritt hier, dann kann dieser Empfänger auch diesen Störimpuls regenerieren und als falschen Informationsimpuls identifizieren. Es gibt nun viele Möglichkeiten, einen solchen Störimpuls nachträglich auszusondern. Das ist vor allem eine Frage des Codes, der Wahl des Codes, den man für das System, das Übertragungssystem gewählt hat. Der Gray-Code von vorhin ist beispielsweise schon eine solche Möglichkeit. Aber es gibt noch viele andere. Wir haben die wichtigsten ausführlich in unserem Begleitbuch erwähnt. Sollten Sie es noch nicht haben, im Anschluss an den Nachspann können Sie erfahren, wie und wo Sie es bekommen können. Beachten Sie bitte unsere diesbezüglichen Hinweise. Für heute auf Wiedersehen. Bye.